Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hofbergmann. Heute geht's weiter und ja, ich weiß, ihr musstet ziemlich lang auf die neue Folge warten. Sorry dafür, das war tatsächlich nicht so beabsichtigt. Aber ich musste in den letzten zwei Wochen so viel koordinieren, so viel telefonieren, so viel organisieren. Ich hatte schlicht keine Zeit. Jetzt habe ich aber wieder Zeit und ihr merkt, ich habe auch sehr, sehr gute Laune, denn ich weiß, dass einige Sachen so funktionieren werden, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war alles nicht so einfach, aber ich glaube, da kommen sehr, sehr coole Sachen in Zukunft auf dem Kanal. Kann ich euch vielleicht in der nächsten Folge mal erzählen. Heute werden wir allerdings erstmal wieder ein bisschen was Schönes machen hier. Denn ihr erinnert euch, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, wir müssen uns mal wieder was mieten. Ich habe mir auch schon was gemietet. Seht ihr gleich. Wir werden nämlich heute mal wieder mit einem Rasenmäher unterwegs sein. Davor habe ich allerdings noch ein bisschen was Sinnvolles gemacht. Und zwar eine Mission hier auf dem Feld 2. Ich habe ein bisschen gedüngt. Ist jetzt kein großes Ding gewesen, ist auch noch frisch angesät gewesen, habe jetzt auch keine Pflegebereifung oder sowas draufgezogen. Ihr seht, das wäre hier vermutlich nicht sinnvoll gewesen oder auch nicht nötig. Damit habe ich jetzt nochmal knapp 5000 Euro verdient. Ich denke, das ist nicht schlecht. Und habe hier den Tag noch so ein bisschen sinnvoll genutzt. Denn, ihr erinnert euch, das Problem ist ja, heute scheint die Sonne, aber unser Weizen ist noch nicht erntereif. Morgen ist er vermutlich erntereif, da regnet es aber. Und übermorgen scheint dann wieder die Sonne und ich hoffe, dass man dann ernten kann. Müssen wir mal schauen, aber bis dahin müssen wir uns noch so ein bisschen beschäftigen. Ich werde sicherlich in der nächsten Folge noch mal ein paar Missionen machen, aber jetzt werden wir erstmal hier unser Zubehör ablegen und dann zum Händler fahren. So. Und ich kann euch sagen, auch auf der Hofbergmann war ich nicht untätig. Ich musste übrigens für die heutige Folge manuelles Ankoppeln mal deaktivieren, leider. Das kommt dann in der nächsten Folge wieder dazu. Aber heute musste das mal rausfliegen. Sonst hätte das hier alles nicht funktioniert. So, dann fahren wir nochmal schnell ein paar Meter zurück. Und dann wird das hier neben gesetzt. Können wir vielleicht auch nochmal absenken. Und dann einigermaßen ordentlich dahinsetzen. So, gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns unseren kleinen Anhänger mit. Und wir müssen dringend auftanken. Ach du liebe Zeit. Das ist ja Fahren am Limit hier schon wieder. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, dann müssen wir mal schnell noch tanken, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Fässer hier. Oder? Ja. Da müssen wir noch ein bisschen tanken können. Ich probiere es mal aus. Geht das? Yo. Aber auch nicht ganz voll. Aber es reicht für heute. Ist hier Mangel. Mangelhaushalt. Alles nur in Maßen. So, wir brauchen den hier einmal. Den müssen wir mal schnell mitnehmen. Und dann machen wir uns auf den Weg zum örtlichen Händler. Und da steht schon eine Kleinigkeit bereit. Die habe ich schon gemietet, weil das ist ein bisschen unschön, das zusammenzubasteln. Zeige ich euch gleich alles. Aber erstmal machen wir hier die Klappen zu. Na, müssen wir hier mal so machen. So. Und dann den hier noch. Und den hier. Und dann geht's los. So. In der nächsten Folge werde ich sicherlich viel erzählen. Da werde ich dann irgendwie vermutlich mal die Ballenmission machen oder so. Das ist ja so ein Ding, was schon lange rumgeistert. Wollte ich eigentlich im Stream machen, habe ich dann nicht mehr geschafft. Ihr seht, da habe ich aber andere Sachen gemacht. Aber das ist so ein Projekt, was ja schon lange vor mir hergeschoben wird, oder was ich schon lange vor mir herschiebe, werde ich dann einfach mal in den nächsten Folgen angehen. Dann ist auch ein bisschen Zeit zum Erzählen. Ich habe allerdings auch ein paar Neuigkeiten hier von der Hofbergmann, denn ich weiß, es gibt eine neue Version, aber ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir endlich in den Herbst kommen und dann wird auch der Map-Umzug stattfinden auf die neue Version und ich glaube, das wird echt mega. Es gibt unglaublich crazy Sachen, die dann da reingekommen sind mit der neuen Map-Version. Ich freue mich schon mega drauf. Das wird auf jeden Fall ein großes Spektakel. Und ich glaube, das wird dem ganzen Projekt hier auch nochmal so einen neuen Schwung hier verleihen. Das kommt auf jeden Fall. Und ich habe von dem lieben Simon CH, heißt er, glaube ich, kommt aus der Schweiz. Ich hatte manchmal ein bisschen Probleme, dem Gespräch zu folgen, weil diejenigen von euch, die Schweizerdeutsch sprechen, heißt das so? Ich glaube schon. Für die ist vermutlich Hochdeutsch so ein bisschen eine Fremdsprache. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Ist schon ein bisschen heftig, aber der hat VCA für sich so ein bisschen umgebaut.
hat da ganz viele unterschiedliche Getriebearten eingebaut, hat da viele Zusatzfunktionen noch reingebaut und so. Ist leider alles privat, hat er nicht die Rechte, darf man also nicht veröffentlichen, aber er hat es mir gegeben und sogar noch eingerichtet und das kann ich euch dann mal anhand des anderen Fans in der nächsten Folge zeigen. Das ist nämlich wirklich spektakulär. Hier, ja, ist es auch ein bisschen spektakulär, aber da ist es vielleicht noch ein bisschen besser. So, jetzt fahren wir mal schnell runter. Aber das ist auf jeden Fall mega und damit funktioniert jetzt VCA auch genauso, wie ich das haben möchte. Da gibt es jetzt die ganzen Probleme nicht mehr und so. War also wirklich eine gute Idee, VCA einmal komplett zu entfernen und dann die Version von Simon zu nehmen. Ich weiß, ist ja schade, dass die nicht veröffentlicht wird, weil da glaube ich auch viele Getriebearten drin sind, die viele von euch gerne nutzen würden. Aber da kannst du machen, kannst du nix. Wie ein anderer YouTuber immer sagt, der Randy. Damit muss man jetzt glaube ich einfach klarkommen. Und dann gibt es natürlich auch noch News zum Landwirtschaftssimulator 22, aber dazu, darum geht es dann vielleicht mal in der nächsten Folge. Jetzt laden wir erstmal auf und da sehen wir auch schon den Corpus Delicti. Das ist nämlich ein kleiner Aufsitzrasenmäher. Und den werden wir uns heute mal sichern. Und dann erkläre ich euch gleich, was wir damit heute machen werden. So. Einmal Klappe runter. Und dann gehen wir hier schon mal raus. Hat der örtliche Händler einfach schon mal abgestellt. Den habe ich natürlich nur gemietet, keine Sorge. Nichts gekauft, kein Geld, also nicht viel Geld ausgegeben. Aber ich dachte mir, nach den ganzen Geldverdienmissionen, die jetzt auch nicht ultra spannend waren zum Teil, muss auch mal wieder ein bisschen was Spaß macht, ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Aufgabe, die würde genau an so einem Tag wie dem heutigen durchgeführt werden, wo im Prinzip alle Hofarbeiten erledigt sind, die Tiere versorgt sind. So. Und, ja, die ganzen Feldfrüchte noch nicht erntereife sind. Deswegen haben wir eigentlich gar keine andere Wahl und ich denke auch in der Realität würde man dann einfach sowas wie Rasenmähen zum Beispiel machen. Und das machen wir natürlich nicht mit dem Handmäher, haben wir zwar auch, aber wird ein bisschen lange dauern, sondern das heute mit dem John Deere Aufsitzrasenmäher. So, dann würde ich sagen, machen wir die Tür zu, schalten hier den Gang runter. Können ja auch mal ein bisschen Frischluft dran lassen, wa? Immer ordentlich Durchzug. Dann erlebt man auch ein bisschen was von der Fahrt. So. Und dann rangieren wir einmal schnell. Und dann geht's wieder los. Es ist immer wieder ein bisschen ungewohnt, hier im echten LS zu fahren. Ich habe mir gerade noch das Video, wo ich... was erzähle ich? Hier im LS zu fahren, einen Trecker, das wollte ich sagen. Denn ich habe mir gerade noch das Video angeguckt, wo ich den echten Trecker gefahren bin. Und wenn man sich das so anguckt, dann kriegt man auch nochmal so ein bisschen die Erinnerung. Und mit einem echten Lenkrad steuert sich das natürlich ganz anders, ne? Also da hat man ja sowas wie Force Feedback. Also spürt auch so ein bisschen den Boden beim Lenken. Und vor allen Dingen hat man, wenn man lenkt, so ein letztes Stückchen, da muss man ein bisschen kräftiger lenken, aber da kann man nochmal richtig viel so vom Wendekreis rausholen. Und das gibt es natürlich beim Landwirtschaftssimulator auch nicht, was ein bisschen schade ist. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles so korrekt erkläre, also ich kann das jetzt nur so wiedergeben, wie ich das eben erlebt habe. Was da jetzt die Fachausdrücke sind und welcher Winkel und welche Funktion das jetzt alles ist, das kann ich euch nicht sagen. Das werdet ihr sicherlich sagen. Mensch, der Mann ist in Quatschlaune heute. Ihr merkt's. Aber ich habe auch unglaublich gute Laune. Ich habe unglaublich viel Lust auf die nächsten Wochen und freue mich, dass einfach alles so geklappt hat, wie ich das haben wollte. Und deswegen müsst ihr jetzt meine gute Laune einfach mal für die nächsten 2-3 Wochen ertragen. Ui, ui, ui. Ich glaube, ich muss gleich mal beim Landhandel hier anrufen. Landmaschinenhandel, damit er noch schieben hilft. Ah, doch nicht. Kann wieder abbestellt werden. Unser Mais sieht auch echt gut aus. Der sieht so aus, als ob man den schon häckseln könnte. Aber ich glaube, das dauert noch 2-3 Tage. Aber wir dürfen auch nicht zu lang warten. Also gerade beim Häckseln gilt es dann, die richtige Zeit zu treffen. Weil wenn der schon so gelb ist, dann ist er eigentlich zu spät. Dann ist das nicht mehr die energiereichste Stufe.
Und die wollen wir ja eigentlich. Aber jetzt läuft das doch hier. So, jetzt rollt er. Bergauf ist manchmal ein bisschen schwierig, aber bergab geht dann. Das ist doch herrlich. Oh, jetzt rollt er aber anders hier. Ich muss mal ein bisschen gucken. Ja, okay, das funktioniert. Gut, da vorne sind wir auch schon wieder am Hof. Dann können wir gleich den Rasenmäher abladen und dann werden wir den Hof ein bisschen hübsch machen. Wir werden das alles so ein bisschen cutten. Und dann sieht das wieder einigermaßen ordentlich aus, denn wir haben ja wirklich große Rasenflächen hier oder große Wiesen, die wir aber eigentlich gar nicht so richtig bewirtschaften können. Und das Schöne auf der Hof Bergmann ist ja, dass man das ganze Gras, was man hier mäht, direkt auf den Kompost werfen kann und dann damit sogar noch was Sinnvolles machen kann. Und genau das werde ich heute auch tun. Was ich dann mit dem Kompost machen werde, weiß ich noch nicht. Vermutlich werde ich den verkaufen. Müssen wir dann mal schauen. Aber man kann es auf jeden Fall sinnvoll verarbeiten. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir das Projekt jetzt einfach mal an diesem wunderbaren Tag hier. Etwas bewölkt ist es, aber trocken. Bestes Wetter also für so ein Freiluftrasenmäher. So, haben wir die ganzen Spanngurte wieder ab. Und dann kann ich, glaube ich, den auch schon ausmachen hier. Boah, ich glaube, den mache ich schon aus. So, einmal das Lenkrad wegtun und dann gehen wir raus. Der rollt erstmal zurück. Da muss man natürlich ein bisschen drauf eingestellt sein. So. Das ist ja, der Winkel hier sieht natürlich ein bisschen lustig aus. Ich werde gleich die andere Ansicht nehmen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass John Deere eine riesige Auswahl an solchen Kleintraktoren hat, ne? Also ich wusste es gar nicht, aber so für Garten- und Landschaftsbauer, hier zum Beispiel gestern wurde hier dieser Park gemäht, an dem ich wohne, für Garten- und Landschaftsbauer ist das natürlich ein großes Segment. Ich habe noch nie in der Realität irgendwie so ein John Deere-Gerät gesehen im Einsatz. Ich nehme auch an, dass die relativ teuer sind, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon ganz gut ist und ich war erstaunt, als ich mir da die Website angeschaut habe, was es da so alles für Modelle gibt. Ich glaube, es ist auch nicht die aktuellste Version hier, die X748, genau. Ich glaube, da gibt es schon andere Reihen, die dann auch in der Front ein bisschen moderner noch aussehen. Aber es ist jetzt auch nicht uralt und deswegen passt es ganz gut. Das haben wir uns heute einfach mal gemietet und jetzt würde ich sagen, los geht das. Da müssen wir jetzt erstmal beides runter machen. So, dann machen wir es alles an und dann geht's los. Dann starten wir jetzt einfach mal mit dieser Fläche hier und werden hier nach und nach alles wegmähen. Der Gartenpfleger ihres Vertrauens. Nicht bestellt, kommt trotzdem. Vielleicht, also ich habe ja hier Real Mower. So. Ich habe ja hier Real Mower drauf. Und da muss ich vielleicht das gleich noch aktivieren, damit das dann auch alles weggemacht wird. Das macht man mit der Taste O. Und ja, dann können wir weitermachen. Hervorragend. Man muss sich natürlich immer erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber jetzt wird das alles nach und nach hier weggemäht. Und ihr seht, das funktioniert hervorragend. Kommt zwar jetzt nicht viel bei rum. Ist ja auch alles nicht gedüngt oder alles jetzt nicht irgendwie für großen Ertrag vorbereitet. Aber um das einfach so mitzunehmen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. So, das wird natürlich alles ein bisschen dauern. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal im Zeitraffer und sehen uns dann gleich wieder, wenn der Großteil geschafft ist.
So, ein bisschen was habe ich schon geschafft, aber ihr seht, es ist auch noch eine ganze Menge zu tun und ich musste mich erstmal so ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Aber das habe ich jetzt getan. Es steuert sich etwas anders als ein Trecker, wesentlich direkter und so. Und ich nehme mal an, dass es auch jetzt nicht alles realistisch ist. Also ich denke mal, in der Realität klingt das etwas anders und fährt sich das auch etwas anders. Aber ich muss sagen, ich habe wieder einen immensen Spaß an diesen Rasenmähern. Also viele von euch werden vermutlich schreiben, Ansgar, du und deine Rasenmäher, wann nimmt das endlich ein Ende? Vermutlich gar nicht. Also wenn ich irgendwann mal ein Haus habe und wenn es nur 2 Quadratmeter Garten sind, werde ich mir so ein Aufsitzmäher kaufen. Das ist so herrlich, damit zu arbeiten. Das ist klasse. Das macht immensen Spaß. In der Realität bin ich noch nie so ein Ding gefahren, aber ich glaube, damit würde ich freiwillig täglich Rasen mähen. Oder sagen wir mal alle 2-3 Wochen. So. Jetzt mäht das nur noch, weil unser Tank voll ist. Ich würde sagen, wir machen das einmal kurz alles aus hier. So, und dann wird es auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen leiser. Huiuiui. Man sieht hier aber ordentliche Reifenspuren. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und dann bringen wir es einmal schnell auf den Kompost, den ganzen Kram hier. Haben wir eigentlich auch einen Blinker? Ne, doch. Aber man sieht, sieht man den? Ne. Aber Licht haben wir. Gibt auch nur 2 Modi. Ach, das ist doch klasse. Also ich finde ihn klasse. Den Aufsitzmäher hier. Wir haben natürlich auch noch diesen Handmäher. Damit können wir dann vielleicht mal noch die Konturen machen. Wobei ich, wenn ich so auf die Uhrzeit blicke, auch das Projekt spätestens so um 16 Uhr wieder beenden muss. Also vermutlich könnte ich in der nächsten Folge noch mal ein bisschen was hier mit dem Rasenmäher machen. Danach wird es dann allerdings schon knapp. Denn ich möchte auf jeden Fall noch die Ballenmission machen, damit wir nochmal ordentlich Geld verdienen. Und dann können wir uns kommende Woche auch endlich die Biogasanlage kaufen und dort nochmal ordentlich Geld verdienen. Also, das klappt alles so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe. Aber erstmal machen wir jetzt hier alles auf. Ja, falsche Richtung. Und dann wird das hier alles zu Kompost. Ich meine, es ist natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein hier in dem großen Silo. Aber besser als nichts. Und auch ein bisschen was können wir dann später irgendwie verarbeiten. Also, guck mal, dass ich noch ein bisschen weiter mähe, sodass sich das auch einigermaßen lohnt. Und im Optimalfall kriegen wir mit dem Kompost dann die Kosten für den Rasenmäher wieder raus. Und dann ist ja eigentlich alles gut. Also, dann kann man sich ja nicht beschweren. Aber, also, auch wenn es jetzt hier qualitativ vielleicht nicht die höchste Stufe im Landwirtschaftssimulator ist, finde ich das echt stark, das Ding hier irgendwie. Macht unglaublich viel Spaß. Ich werde euch den Download-Link natürlich auch wieder in die Videobeschreibung setzen. Und jetzt fahren wir hier nochmal rein und dann mache ich hier unsere Birnenwiese in der Mitte des Hofes nochmal ein bisschen hübsch. Und dann ist das alles wieder etwas zurückgeschnitten. Wächst natürlich auch alles wieder nach. Ihr habt gesehen im Zeitraffer, ich habe teilweise die Büsche stehen lassen, teilweise habe ich sie auch weggemäht und auch die Pflanzen, je nachdem was da jetzt spontan mehr Sinn ergab. Das wurde aber eher ohne System gemacht und so ein bisschen mit Augenmaß. So wie es eben gut aussah, auf den ersten Blick. Der Garten- und Landschaftsfachmann ihres Vertrauens. Ja, ich glaube, ich habe hier das Falsche noch ausgewählt. So, damit kann ich das nämlich hochheben. Und dann machen wir das wieder runter und weiter geht das. Machen wir hier noch ein bisschen was weg. Und dann muss ich gleich noch zwischen den Bäumen einmal durch und dann sieht das hier auch wieder einigermaßen ordentlich aus. Ich könnte das den ganzen Tag machen, ne? Also da bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich freue mich schon seit Wochen auf diese Folge. Ich habe irgendwann mal diesen Rasenmäher gesehen im Mod-Hub oder wo das genau war. Weiß es gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir, der gehört auf die Hof Bergmann. Dann hatten wir allerdings erstmal ja noch das Problem mit dem Geld verdienen. Da mussten wir erstmal noch ein bisschen Gas geben. Aber jetzt, wo die erste Lücke war, wo es jetzt mal so ein bisschen Luft gab, dachte ich mir, jetzt wird das Projekt angegangen. Und ich bereue es nicht. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich würde allerdings sagen, das war es soweit von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Den Download-Link findet ihr wie immer, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und wir machen jetzt nächste Woche vermutlich dann noch ein bisschen weiter hier auf der
auf der alten Version der Hofbergmann, aber ich hoffe, dass ich möglichst flott wechseln kann auf die neue Hofbergmann-Version und dann geht's da auch los, dann geht da auch die Post ab und wir werden viel Neues entdecken und erleben können. Ich freue mich drauf, das soll soweit gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!